Im westfranzösischen La Roche-sur-Yon kommen vier ganz besondere Bücher unter den Hammer. Fotoalben aus Adolf Hitlers einstiger Alpenresidenz in Berchtesgaden. Als Soldat der französischen Armee hatte Paul Gerby die Bände zu Kriegsende vom Obersalzberg als Souvenirs mitgenommen. Bei der Auktion macht er sie zu Geld. Wir sind am 3. oder 4. Mai 1945 nach Berchtesgaden gekommen. Die Deutschen waren in Auflösung begriffen. Wir waren damals die Ersten mit zwei Einheiten. Während ihres zweitägigen Aufenthalts auf dem Obersalzberg nehmen Gerby und seine Kameraden nicht nur Hitlers Fotoalben an sich. Sie tun sich auch an den französischen Weinen aus den Beständen des Diktators gütlich. Für uns ist das eine großartige Erinnerung. Am Kriegsende zu Hitler zu kommen, das ist schon was Besonderes nach all dem, was er getan hatte. Die Alben stammen von Bewunderern Adolf Hitlers und enthalten neben Fotos auch Briefe. Zusammen 10.100 Euro bringen die vier Bände ein. Den Zuschlag erhält ein unbekannter Bieter. Das Geld aus der Auktion will Gerby seinen Enkeln vermachen.